Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Okami HD. Wir befinden uns hier gerade momentan im Korupokeldorf Pongtan, wo ich eigentlich am letzten Part noch mal kurz hingegangen bin, um mir die verstreute Perle von Ishaku zu holen. Und ja, ich habe hier aber noch ein bisschen was anderes vor. Und zwar wollte ich ja jetzt hier noch mal schnell noch ein anderes Haus besuchen, wo ich ja jetzt vielleicht eventuell noch einen kleinen Glücksbringer kriegen kann. Jetzt muss ich mir eigentlich nur noch hier so merken, wo das so war. Ist das jetzt hier etwa das Haus von Ishaku? Keine Ahnung. Hallo Wolf, willst du Ishaku mal wieder besuchen? Nö. Ich schätze, das bedeutet ja. Ich habe Nein gesagt. Warum zeigst du dein dummes, hübsches Gesicht nicht mal wieder bei Ishaku? Ich bin sicher, er wird begeistert sein, dich zu sehen. Kann ich mir vorstellen, aber zu Ishaku wollte ich ja jetzt eigentlich gerade gar nicht. Ich wollte zu jemand anderen hin. Zu der netten alten Frau, die ja gesagt hat, die wollte einen Glücksbringer für mich machen. Und ja, ich bin jetzt schon mal gespannt, ob sie vielleicht damit längst fertig geworden ist und dass ich den jetzt abholen kann. Wäre jedenfalls ganz nice. Jetzt allerdings nur nicht ganz sicher, wo das genau war. Obwohl, ich glaube, das war jetzt dieses eine Gebäude da hinten. Das hier, wessen Haus ist das hier wohl? Keine Ahnung. Auf jeden Fall kriege ich hier ein bisschen Obst. Ist auch ganz nett. Verdammt, ist das eine Riesennuss. Naja, gut. Sollte man jetzt auch nicht anders erwarten, denn immerhin ist Amy jetzt gerade mal so groß wie ein Stecknadelkopf. Na gut, vielleicht auch ein bisschen größer, aber man weiß ja schon, wie man das meint. Ich glaube, das könnte sogar sein, dass das dieses Haus da vorne war. Gucken wir mal genau hin. Und ja, es ist zwar dieses Haus, aber aus irgendeinem Grund komme ich da jetzt immer noch nicht rein. Weil sie die Tür verrabbelt hat. Ja. Das soll jetzt mal einer kapieren. Und wieso kann ich hier kein Inferno ausführen? Geht doch. Tja, bringt aber nichts. Okay, das Symbol auf der Tür kann man auch nicht nachmalen. Ja, auf jeden Fall, das war jedenfalls das Haus, wo ja eigentlich diese alte Frau war, die ja für Amaterasu einen Glücksbringer herstellen wollte. Aber aus irgendeinem Grund kann ich das immer noch nicht machen. Naja, wie auch immer, gut, ist jetzt auch egal. Dann habe ich hier sonst weiter nichts zu tun. Ich werde Pongtan jetzt verlassen und weiter jetzt nach der nächsten Perle suchen, die ja innerhalb von ihr spät sein soll. Und dann, ja, holen wir uns noch die allerletzte, die ich ja bei einem Rennen kriegen kann. Ja, bin ich aber gespannt, wie ich mich da anstellen werde. Also, besser wäre es ja natürlich, ich laufe mal die Route anständig noch vorher hier ab, falls ich das kann. Okay, warte mal, ich bin hier ein bisschen falsch. Nach draußen geht es ja hier längs. Gut, dann wollen wir mal Pongtan wieder verlassen. Und wieder zu Issun aufschließen. Ui, okay, wir sind wieder groß. Da ist Issun. So, Lass uns von hier verschwinden, wenn du fertig bist. Ja, ganz wie du möchtest. Okay, hier waren ja, glaube ich, noch immer noch Tiere, die ich füttern kann. Vorher ging das ja aus irgendeinem Grund nicht, aber wahrscheinlich nur deshalb, weil ich hier vielleicht kein Futter dabei hatte. Könnte ja auch sein. Auf jeden Fall, wir füttern hier ein paar Schweinchen und bekommen erstmal wieder ein bisschen Glück dazu. Zwar auch nicht sehr viel, aber immerhin ausreichend. Gut, ich brauche noch 350 Punkte. Und zum Glück weiß ich ja, dass ja immer noch überall im gesamten Spiel ja noch so ziemlich steinharte Felsen sind, oder stahlharte Felsen, besser gesagt. Bei denen ich ja wahrscheinlich noch eine Menge Glück herausholen kann, weil da sind ja, die sind ja nämlich über vergrabenen Kleeblättern ja, liegen sie ja. Okay, ich muss erst erstmal hier durch. Eigentlich ja den Weg, der jetzt hier zum Geistertor führt, weil hier soll ja nämlich noch irgendwo eine verstreute Perle liegen, die ich ja wahrscheinlich ja ein bisschen übersehen habe. Ah, sag mal. Ich wollte schon sagen, komme ich etwa hier nicht rüber oder was? Muss ich jetzt erstmal nur mal schauen, wo das genau war, weil irgendwo an einem der Abzweigungen. Ja gut, dass ich hier wenigstens hier keine nervigen... Dass hier keine nervigen
Bäume oder sonst was hier ist. Ich glaube, mit der Perlkette kann es zufällig sein, dass ich hier nicht mehr... Oh, doch. Doch. Ich werde doch noch zu Eis erstarren. Alles klar, da weiß ich ja Bescheid. Ich hatte ja eigentlich eben gerade gedacht, weil ich ja eben vorhin ja auch noch gegen Eisbock gestoßen bin, dass ich da eben nicht sowas abbekomme. Gut, ein bisschen schneller rennen kann ja nicht schaden. Wow, Vorsicht! Schneeball! Oh, fuck! Ey, Alter, das ist natürlich nicht so nett. Muss ich ja natürlich aufpassen. Oh, Mann. Ich bin aber auch so blöd, ey. Ich renne doch wirklich in alles rein, was? Okay, wo waren wir denn jetzt hier? Also hier ist noch... Ja, hier geht es eigentlich nur nach unten. Gucke ich mich mal hier oben ein bisschen genau um. Also hier würde ich also die Sonne Abkürzung machen und... Au! Mann! Echt nicht nett. Das ist langsam lächerlich. Na gut, ist aber auch egal. Ich will ja eigentlich ja nichts weiteres tun, als die Perle finden. Was danach passiert, ist mir so völlig egal. Okay. Ist ja wenigstens schön, dass es hier einige nette Abkürzungen gibt. So, werde ich erstmal hier kurz gucken. Also es waren ja mehrere Abzweigungen. Ich habe ja wahrscheinlich anscheinend damals nicht so alle gemacht, als ich hier lang gelaufen bin. Und ja, hier war ich aber schon. Okay, dann bin ich also hier nicht richtig. Aber es soll ja noch irgendwo eine andere sein. Ein anderer Abzweig und ich muss ja aufpassen, dass ich hier nicht in die Gegner reinrenne. So, dann schauen wir uns mal den zweiten Teil von Jaschpet an. So, Vorsicht. Okay, jetzt läuft es ja hier mit dem Ausweichen wesentlich besser. Nur bei diesen Dornen hier habe ich wohl anscheinend immer noch ein paar Problemchen. Oh, Vorsicht. Okay, da hinten sehe ich auch noch eine Kiste liegen, aber es ist nicht die, die ich suche. Okay, wenn ich jetzt hier mal so lang gehe... Ja, wäre wesentlich einfacher, wenn ich mal wirklich hier einen genauen Überblick habe. Warte mal. Ich weiß jetzt nicht, ob zufällig gerade Tag ist oder sowas. Aber es bringt sowieso nichts. Hier in dem Wald ist es ja eh permanent dunkel. Und ich schätze mal, da kann ich auch sowieso nicht die Tageszeit ändern. Wie ich es gerne möchte. Wow, Vorsicht. Oh, fuck. Da bin ich doch ein bisschen abgerutscht. Naja, gut, kann ja mal passieren. Es ist ja immer noch gut, dass Amy ja eine Göttin ist. Deswegen kann ihr sowas nicht allzu viel anhaben. Es tut zwar ein bisschen weh, aber wenigstens geht sie nicht drauf. So, nochmal 30 Sekunden drauf. Obwohl das jetzt wirklich keine Rolle spielt. Ich will ja eigentlich ja lediglich ja bloß den Schatz finden. Ob ich jetzt hier durchkomme oder nicht, ist egal. So, hier ist wieder ein Abzweig. Jetzt stellt sich ja natürlich die Frage, bin ich eigentlich auch das letzte Mal, als ich das erste Mal hier durchgegangen bin, auch hier entlang gegangen, um mir das anzuschauen? Ich würde mal sagen, nein, weil die Kiste hier vorne ist nämlich noch zu. Und es ist unsere Perle. Finde alle verstreuten Perlen und erhalte eine besondere Belohnung. Ist klar. Ja, dann damit sind wir also hier fertig und ich könnte jetzt eigentlich mir sofort auch gleich die letzte holen. Ich meine, es ist jetzt nur noch eine einzige Perle übrig. Ah ja, die Nummer 90. Und an die wird ja leider nicht so leicht ranzukommen sein. Und dafür muss ich ja ein Rennen gewinnen. Okay, das sollte reichen. Und jetzt können wir nochmal zurück. Und ich hoffe mal, ich komme dann auch gleich sofort wieder am Anfang raus. Ja, tue ich tatsächlich. Perfekt. Na, dann sind wir jetzt hier wieder gleich bei der Lichtung von Pontan. Was jetzt aber nicht so wichtig ist, ich will ja jetzt erstmal zum Eingang von Jaschpet und dann sofort dort gleich mit Kai reden. Ah, da ist sie auch schon. Gut, erstmal hier kurz heilen, um die... das hier alles aufzufüllen und eigentlich wollte ich jetzt gerade nicht speichern, nur so nebenbei, also wieder raus da.
Okay, und los geht's. Dann reden wir mal mit der Guten hier. Amaterasu, was um alles in der Welt machst du hier? Nun, ehrlich gesagt, ich wusste, dass du wiederkommen würdest. Als wir zusammen durch den Wald rannten, war ich sehr überrascht, dass du es mit mir aufnehmen konntest. Noch nie zuvor war jemand auch nur nah dran, mich bei einem Rennen zu schlagen. Seit diesem Tag quälte mich brennend eine Frage. Wer von uns beiden ist die Schnellere? Ich bin absolut verzweifelt. Ich muss die Antwort ein für alle Mal wissen. Du bist doch auch deswegen gekommen, stimmt's? Also, wollen wir rennen? Klar. Okay. Wir werden durch den Wald bis zur Lichtung rennen. Wer als erster dort ankommt, ist der Sieger. Okay, dann fangen wir mal an. Okay, ich hoffe mal, ich stelle mich jetzt auch einstellig an. Oh, Geister der Luft, der Erde und der See, verleiht mir eure göttliche Kraft. So, gut. Wichtig ist ja natürlich, dass wir hier uns unbedingt einen Vorsprung verschaffen. Weil man merkt ja schon, die gute Kai ist verdammt schnell. Oh Mann, die ist ja fies. Gott, das ist ja natürlich nicht so gut. Und renn mal ein bisschen schneller, verdammt nochmal. Meine Güte, Amy ist manchmal so langsam. Sie verliert aber auch leider immer jedes Mal ziemlich an Geschwindigkeit. Oh, warte mal, hier muss ich lang. Okay, Kai ist leider schon längst über alle Berge, wie es aussieht. Ah, Mann, nein, jetzt komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Gleiszapfen. Ah, na toll. Das klappt ja schon mal richtig gut hier. Nämlich so gar nicht. Ah, verdammt. Ah, warte mal. Ich kann mich ja aus den Eisblöcken hier rausschlitzen. Ja, okay. Und ich habe sie schon längst verloren. Also ich sehe sie nirgendwo mehr. Ah, das gibt's doch nicht. Wieso zum Teufel konnte ich jetzt hier nicht weiterspringen? Also Kai ist schon längst weg. Und Mensch, komm doch endlich mal voran hier, Amy. Meine Güte. Du bist aber auch manchmal langsam. Ah, das kann doch nicht wahr sein. Ich baue hier auch nur einen Mist nach dem anderen, wie es aussieht. Ja, das schaffe ich auf jeden Fall nicht. Also Kai ist mit Sicherheit schon längst über alle Berge, so flott wie die ist. Ah, Mist. Oh, verdammt. Okay, da hilft selbst Abkürzung im Rennen nichts. Oh Mann. Los, renn schneller. Meine Fresse, das kann doch nicht wahr sein. Ich muss hier raus, aber schnell. Nee, irgendwie funktioniert das so gar nicht. Weil ich renne hier Abkürzungen wie sonst was, aber... Oh Mann! Diese verdammten Eiszapfen. Das gibt's doch nicht. Hey, also ich habe auf jeden Fall total verkackt. Da läuft sie schon, da ist sie schon. Die ist schon längst angekommen. Echt mal, wie schnell war die bloß?
Ich hab gewonnen, ich hab gewonnen! Ich kann schneller rennen als die große Amaterasu. Kai von den Ueda-Stamm ist die schnellste der Welt. Warum schaust du mich so an? Willst du etwa behaupten, dass du noch gar nicht alles gegeben hast? Gut, dann werde ich es halt noch einmal mit dir aufnehmen. Komm zurück zum Eingang des Waldes und wir wiederholen das Rennen. Ah, Mann, das ist aber auch echt nicht cool. So, ich hoffe, jetzt habe ich so einigermaßen die Strecke hier im Kopf. Okay, sollten wir jetzt unser Rennen beenden? Bist du bereit, es noch einmal zu versuchen? Aber klar doch. Okay, wir werden zu dem Wald zu der Lichtung rennen, das ist klar, das kennen wir alles schon. Mann, kann ich das nicht überspringen? So, jetzt kann ich es überspringen. Ah, nee, das geht ja schon richtig gut los. Ja, wenn ich auch mal wenigstens auch nicht hier mal Tempo kriegen würde, aber das kriege ich ja auch nicht. Boah, Mann, dieser blöde Eiszapfen, ey. Okay, wenigstens verliere ich sie aber jetzt nicht allzu schnell aus den Augen, wie es aussieht. Ah, nein, das gibt's doch nicht. Wieso muss das Ding jetzt so hoch sein? Ich hasse diese verdammten Dornen. Ich habe sie schon wieder aus den Augen verloren. Ich kann das jetzt eigentlich schon wieder vergessen. Ich sehe sie eigentlich ja schon gar nicht mehr, also... Oh, da hinten. Jetzt habe ich sie gerade gesehen. Ach, Mann! Irgendwie kann ich das auch heute jetzt gar nicht so richtig mit den Höhlen einschätzen. Und renn doch mal verdammt nochmal schneller. Ich krieg das echt durch auf die Reihe. Ist aber auch ein bisschen unfair. Also während wir hier nicht jedes Mal diese verdammten Eiszapfen, dann wäre das auf jeden Fall hier verdammt einfach. Ah, okay, das kann ich schon wieder vergessen. Mann! Dann nehmen wir hier erstmal diese verdammten Millimeterfehler hier. Das kannst du doch nicht glauben. Die ist schon längst wieder über alle Berge. Also ich gebe jetzt dieses Rennen auf und ich mache es gleich normal. Ja, jetzt habe ich echt die Schnauze voll. Muss ich das eben halt vielleicht noch im nächsten Part oder so versuchen? Also mir reicht's. Ja, was machst du, Amaterasu? Das ist nicht wirklich ein Rennen, wenn du einfach so weggehst, oder? Nun, ich schätze, wir starten besser noch einmal. Bereit? Ja. Gute Idee. Okay, wir werden... Ja, wir wissen Bescheid. Oh, Mann. Ja, toll. Komm schon, renn schneller. Meine Fresse. Ja, toll. Jetzt hänge ich in irgendeiner Kante fest. Das gibt's doch nicht. Ah, nein. Mann, diese blöden Eisblöcke. Das gibt's doch nicht. Okay. Ganz ruhig. Immer mit der Ruhe. Auch wenn das jetzt schon wieder total schlecht für mich aussieht. Erst recht, weil Amy hier nicht aus dem Arsch kommt. Gibt's doch nicht. Ah, das kann doch nicht sein. Mensch, dass diese verdammten Eiszapfen auch immer da landen müssen, wo ich jetzt gerade langrenne. Das ist doch nicht... Das ist doch einfach nicht fair. Und... Boah, das gibt's doch nicht. Das kann ich doch jetzt schon wieder vergessen.
Ich meine, ich sehe die ja nicht mal mehr. Und hier bei diesem blöden Eiszapfen kommt man hier überhaupt kaum voran. Meine Güte, das kann doch nicht wahr sein! Meine Fresse! Renn schneller, verdammt nochmal, du blöder Köter! Ja, ich bin jetzt ein bisschen fies zu dir, Aimin, weil du jetzt einfach nicht so läufst, wie ich es will! Ah, okay, das kannst du ja echt vergessen. Also, mir reicht schon wieder. Also, das bringt doch überhaupt nichts. Ich gehe jetzt einfach wieder zurück und werde das den Part beenden. Also, das langt mir jetzt. Ja, wir wissen Bescheid. Ich mache hier alles falsch. Na, ich will erstmal einen Moment haben. Was, aber wir sind doch noch nicht fertig. Ist mir egal, ich mache das erst später. Gut, Freunde, also erstmal dann hier an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann im nächsten Part werde ich jetzt mal versuchen, wirklich dieses Rennen zu gewinnen. Und ich hoffe, ich bekomme das auch endlich hin. Oh Mann, das ist ja echt schon ziemlich nervenaufreibend. Also, dass ich jetzt hier wirklich so ausreiße, das hätte ich jetzt echt nicht von mir gedacht. Also dann bis zum nächsten Mal und tschüss.